Market Downtrend in the Flash. Here comes the coolest squad. Oh mein Gott, ach du Scheiße. Was? Hallo und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Ja, was soll ich machen? Schau mal, was er macht. Was machen wir hier nochmal? Mach doch, Digga. Melissa, ich lache gerade. Sei positiv. Kannst du das Intro machen? Nein. Hallo und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Heute bin ich mit Emil. Eine Person vergessen. Und ja, ich bin noch. Also Leute, wir wollten letztes Jahr schon die Lebkuchen-Challenge machen, aber wir haben es nicht hinbekommen. Genau, da wollten wir es dieses Jahr machen und falls es euch aufgefallen ist, Weihnachten war schon. Ist vorbei, heute ist der 28. Genau, und das Video kommt euch erst nächstes Jahr online. Naja, auf jeden Fall ist das unser verspätetes Weihnachts-Lebkuchenhaus-Video. Emil hat die Lebkuchenhäuser vergessen, die wir eigentlich machen wollten. Also er hatte wirklich nur einen Job, der hat es verkackt. Genau, also, ja. Soll ich was dazu noch sagen, oder ist es schon? Nee, eigentlich hast du jetzt keine Redrechte okay. mehr. Da er die Lebkuchenhäuser vergessen hat, hatte ich zum Glück noch zu Hause die von Ikea, aber die von Ikea sind wirklich nur das Lebkuchenhaus. Keine Glasur, kein Set oder keine Ahnung, was anderes. Karin, schlag dich gleich, hoffst du das? Deswegen muss ich improvisieren, wir haben hier ein paar Süßigkeiten. Ich habe hier Puderzucker mit Wasser gemischt, damit wir ein Ding haben, das ist... Klebt diese ein. Los! Nee, was war das jetzt, Melissa? Also schau mal, wir hatten eigentlich so richtig schöne Lebkuchenhäuser, die uns Jessie sogar geschenkt hat. Die hab ich. It is disrespectful for one. Deswegen haben wir halt ein bisschen. Obwohl, ich bin ehrlich, du wirst es halt besser machen. Also ist doch schon klar, das wissen auch die Leute, dass es besser machen. Nein. Währenddessen wird uns Karim Fragen stellen. Diese Hand da unten ist ein männliches Wesen namens ist Karim. Unser Hund. Wir machen echt? Jetzt. Okay. Das auf. Also geht's jetzt offiziell los? Ja. Oh. Das riecht voll gut. Voila. Saftig. Das riecht wie Spekulatius. Melissa Bunne. Hä, das ist voll süß. Melissa Mann. Du hast mich gerade beleidigt. Melissa meint es kaputt. Nein. Melissa. Emil, es ist nicht kaputt. Du machst es kaputt. Du kannst es nicht zurückmanifestieren. Es ist nicht kaputt. Er ist voll eine Drama-Queen, Alter. Melissa, guck mal. Ach so, es ist gar nicht ein Teil. Das sind die einzelnen Teile. Hier haben wir zweimal die Böden oder... Nee, warte mal. Das ist der Arsch. So Kurven. Und der Boden ist eher so flach. Das ist der, bin da wo ist der Boden? Wobei mein S ist eigentlich schon juicy. Ja. Wie ist denn das Haus, Emil? Ich weiß es. Das sind nämlich die Dächer. Dach. Dach. Dächer. Ich habe Abitur gemacht. Ich auch. Weiß. Karim auch. Seine Hand beziehungsweise... Also ihr entscheidet, by the way, am Ende, wer es besser geht. Kannst du mich mal ausreden lassen? Es tut mir leid. Ich mach gar nichts, du glaubst nicht. Kommen wir zur ersten Frage. Wie habt ihr euch kennengelernt? Die meistgestellte Frage. Wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Achso, wir haben uns einfach... Mit dem Streit? Nein, es war... Wir hatten uns auch schon davor. Achso, ich weiß noch. Ich fand das voll weird. Ich hatte Emil zuerst angeschrieben damals. Ersten Schritt gemacht. Sorry. Genau, ich hatte ihn damals zuerst... Oh, warst du das? Ja, du musst aufpassen, das Füße. Weil er ja auch aus München ist. Du hast mich voll kalt geantwortet. Dann bin ich so, okay, sorry, du Fan-Bitch. Ja, was laberst du? Ich erinnere mich noch so gut und ich habe halt gefragt, sie aber... Karma, Digga. Das heilt ja gar nicht, Emil. Lisa, was ist das für eine Paste? Was hast du reingemischt? Was machst du? Das ist nicht der Boden. Was ist der Boden? Es gibt keinen Boden. Wie, es gibt keinen Boden? Das ist das Dach. Ich bin gerade an einen Punkt in meinem Leben angerannt. Warum hat das keinen Boden, Melissa? Ja, weiß ich nicht. Habe ich es erfunden? Okay, nächste Frage, Karim. Was hast du an den anderen am meisten? Soll ich raten, was du sagen wirst? Okay, er weiß schon, was ich sagen werde. Unpünktlichkeit, Vergesslichkeit. Achso, nur eine Sache. Ja, dann Leute, das geht nicht. Stell doch, schau mal, aber du bist echt... Sorry, aber du manchmal Abitur, ich sehe es nicht. Das dahin, tut es deine Tür weg und dann stell das doch dahin. Und dann hält das. Schau. Okay. Unpünktlichkeit und Vergesslichkeit, es ist wirklich schlimm, Leute. Okay, du musst jetzt aber nicht auf Mutter gehen. Oh. Was hast du? Ah! Ah! Warte! Ich hab mich erschrocken. Was machst du, meine Tür? Melissa, ich tu das mit Absicht da hinten, meine Soße. Ich glaub. Das ist ja ein Burger King. Melissa, weil ich meine Tür...
Ich will nicht so herzlich lachen. Achso, was ich an dir hasse. Oh mein Gott, das wird mich halt endlich. Ja, das, ich habe noch nie drüber nachgedacht. Lass mich mal kurz überlegen. Aber sei wirklich ehrlich. Ja, yeah, ehrlich. Das ist halt voll schwierig, weil sie ist so ein positiver Mensch. Ja, du musst eine Sache ja sagen. Ja, das kann nicht sein. Irgendwas muss ja an dir scheiße sein. Warte, Melissa. Melissa, sind es die Fenster? Mein ich Gott. Geb dir keine Tipps, das ist ein Wettbewerb. Melissa, ich hab's richtig gemacht. Senja, ich hab den. Hier, bist du dumm? Ach so, das ist das Dach. Du hast es, die Wand gemacht. Sag, das Einzige vielleicht, du bist zu positiv, aber das ist halt nichts Negatives. Ja, Emil liebt alles, was ich mache. Dass du eine Katze hast. Das stimmt gar nicht, du magst Leo. Du hast nur Angst vor Katzen. Ja, deswegen. Ja, würdet ihr in eine WG ziehen wollen? Nee. Also wir drei. Ich könnte nicht. Ich könnte, glaube ich, auch nicht mehr nach der letzten WG. Ich auch nicht. Ja, machst du, Karim. Okay, würdet ihr euch eine Beziehung vorstellen können? Nein, aber ich glaube sie schon, weil sie findet mich attraktiv. Nein, diese Frage kam wirklich. Würdet ihr wirklich eine Beziehung führen wollen? Einer von uns drei. Ich beantworte diese Frage, da ist tatsächlich Potenzial. Oh, das wusste ich jetzt nicht. Ja, und zwar, ich will nicht. Und entweder er oder mich. Emil und Karim sind ein perfektes Paar. Was? Zusammen. Nein. Ich mache jetzt das letzte Teil drauf. Ich hoffe, das bricht nicht aufeinander. Emil, aber Melissa, wo kommt es denn hin? Bei mir macht es keinen Sinn, ich habe keinen da. Wie lange kennt ihr euch schon? Ein Jahr. Eineinhalb. Lange? Und Mr. Chocosillo, das ist die Nicke. Was mögt ihr aneinander am meisten? Oh, das ist kaum. Melissa, sag ernst jetzt, soll ich diesmal anfangen? Was ich gut finde, ist, wenn man schlecht gelaunt ist oder irgendwas so Negatives passiert ist, dass Melissa immer... Ach nee, dass Melissa immer das Positive sieht und dann so dich auch ins Positive zieht, weißt du, so auf die positive Seite. Oh, jetzt musst du auch was Süßes sagen, ich schwöre, ich klatsche dich weg. Ich mache keinen Spaß, Melissa. Was ich an Emil mag. Bei mir ist es einfach schwer, was zu finden. Nee, das stimmt gar nicht. Ich finde, Emil ist so, also man kann voll mit ihm lachen. Bist du mich verarscht? Nein, was ist das? Nein, das ist wirklich. Was nicht? Das stimmt wirklich. Also, aber ich man kann die ganze Zeit einfach lachen. Und das ist nicht bei jedem so. Ich brauche mehr so. Du siehst so gut aus, irgendwas Positives, so äußerlich, bisschen die Muskeln oder sowas. Nächste Frage, Karim. Melissa Chocosillo gehabt und das nervt mich gerade. Ich mache jetzt Auge. Welche Sachen bereut ihr am meisten? Dass ich meinen Führerschein, die Praxis nicht bestanden habe. Sowas ist so, hat schon voll seinen Grund. Es hat seinen Grund, aber es war, ja, also ich, okay, es war der dumme Fehler. Kann sein, dass du es bereust, aber... Leute, nee, nicht bereuen, aber so, wäre schön gewesen. Ja, natürlich wäre es schön gewesen, aber ich denke mir halt so, hättest du ihn vielleicht bekommen, wäre vielleicht ein Autounfall oder so passiert. Also es hat schon so seinen Grund, you know. True. Ne, Karim, Autounfälle sind echt... Ach so. Erzählt ihr euch gegenseitig alles? Nein. Sind wir doch befreundet, Digga. Lisa, du machst sind alle Zuckerstange? Bring die diese. Alle Gummibärchen? Du machst sie leer. Leute, sagt alle, dass mein Lebkuchen aus schöner ist. Ich schicke euch 10 Euro. So. Ich habe hier Zuckerstangen. Weihnachten ist halt schon vorüber, Alter. Nur wir, vor allem wir feiern halt nicht mal Weihnachten. Den Schornstein vergesst. Ich mach keinen Schornstein drauf, wen juckt's. Hey, ich merke auch gerade, meins ist ja schief, Melissa. Walla, ich mach gar nichts, du glaubst mir. Würdet ihr zusammen mal reisen? Ja. Ja. Was findet ihr an den anderen äußerlich am schönsten? Oh. Hä, warum I? Sag doch! Das ist offensichtlich, deine Wimpern. Wimpern oder Augenbrauen? Beides. Muss ich aber jetzt entscheiden. Bei dir hätte ich gesagt Augenfarbe oder Haare. Wenn ich mich entscheiden müsste, Augenfarbe. Augenfarbe? Hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Ja, weil so grüne Augen sind besonders. Nein! Es bricht auseinander! Hä? Wie ist denn das passiert jetzt? Das ist Karma, weil du nicht gesagt hast, dass meine Augenbrauen schöner sind. It's broken! Nein! Manifestiere das zusammen. Du bist so schadenfroh, das gibt's nicht. Nein! Oh mein Gott, meine Tür fällt jetzt auch runter, ich glaub's nicht. I'm gonna fix it, okay? Deine Tür! Oh mein Gott, nein! Oh nein, meine Tür! Ich bin, du hast voll Auge gemacht! Nein, hab ich nicht! Ich mach jetzt Auge. Es ist... Ah! Nein! Es liegt gerade kaputt auf dem Boden und ich kann es euch nicht zeigen. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich mache jetzt erst diese Platte fertig und danach mache ich das drauf. Ich bin kein Aufgeber. It's about drive, it's about power. Power, we stay hungry. Und Haare. Also man muss echt sagen, Melissas Haare... Sie hat irgendwie, glaube ich, Komplexe mit ihren Haaren. Obwohl ihre Haare... Also ich verstehe gar nicht. Ja, hab ich halt echt. Echt? Die Farbe ist gefärbt, das ist ein bisschen... Oh, oh. Das war... Aber ich mache nur...
Leute, ich mache nur Spaß. Es sie fällt ist so toll, wie die ganze sie ist. Zeit auseinander. Mit wem würdet ihr den anderen chippen? Chippen? Mit wem würdest du den anderen chippen? Emil und dieses Mädchen, was im Musikvideo war mit dir. Ihr habt voll gut zusammengepasst, ich schwöre. Also ich hätte gesagt, entweder mit Jacob, also von den Elevator Boys. Okay. So äußerlich und ich glaube auch innerlich, also Jacob, wenn du das siehst. Charakter ist am wichtigsten, Aussehen ist unnötig, aber trotzdem Jacob, weil genau sein Charakter finde ich gut. Weil ich kenne ihn nicht, aber Charakter. Achso, okay, er kennt ihn nicht, aber Charakter. Genau. Was sagst du? Oh! Gibt es irgendwas, was ihr an euch machen lassen wollt? Sagt nie einer Person, was ihr an euch machen lassen wollt. Weil ich habe das Gefühl, wenn du jemandem sagst, was du an dir machen lassen willst oder was dich an dir stört, dann sieht es die andere Person auch. Aber wenn du es nicht sagst, dann fällt es der anderen Person gar nicht so krass auf, weil einem selber fällt immer alles richtig krass auf. Deswegen ein kleiner Girls-Boys-Tipp. Ja, so... Nee, dann sag ich's jetzt auch ja, nicht. Ja, sag ich's jetzt auch nicht. Ja, wer hat dir das erste gefriendzoned? Emil und ich haben uns gleichzeitig gegenseitig gefriendzoned. Wurde Freundschaft. Gott, will ich es auch noch mal. Ey, mein Haus wird halt schöner sein, das verstehst du halt nicht, weil deins kaputt ist. Ich mach jetzt Auge. Idiot. Krumio. Yolara, puskurma, puskurmus beklemek, denn acılar gözlerimi büyük... Achso, sorry. Ich war in meinem Film. Das war wirklich gut. Es war gut, oder? Das war wirklich gut. Ich fand's auch voll gut. Melissa, bleib positiv. Was habe ich gerade gesagt? Sie ist ein sehr positiv. Das ist alles so... Das passiert aus einem Grund. Okay, Leute, das war's. Nein! Du fixst das jetzt. Ich fixe es gerade. Du bist so ein kleiner Cheater. Du stürzt es die ganze Zeit in deinem Burger. Ich hab kein Dach, okay? Lass mich. Ich lass wenigstens mein Haus stehen. Ich will kurz hier unten rauskommen. Ich muss es nur halten, aber ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat und ihr denkt, dass ich gewonnen habe, dann bitte kommentiert und liked dieses Video und abonniert mich und Emil nicht. Das war's eigentlich. Nein. Ist noch was? Lisa, ich bin noch nicht fertig. Wir haben keine Ressourcen mehr. Melissa, nein, aber die Rügerstelle weg ist hier. Warte, Melissa. Nein. Melissa, ich zeig mein Haus noch. Mach das weg. Cut the cameras. Mein Haus ist komplett zerbrochen. Ihr habt alle Auge gemacht. Vor allem dieser. Saftig. Sehr gut. Was macht sie? Lecker. Klein. Schmeckt richtig lecker. Kari! Melissa, er hat mein Haus gemacht.